Hey Leute, was geht ab? Coffee Time. Ich bin gerade live dabei, eure Fragen zu beantworten. Weiß auch ganz genau wer. Ich habe mir das Bactofin gekauft. Wie benutze ich das? Ich wollte jetzt gerade den Tank komplett leer fahren und dann erst einfüllen. Und da konnte ich auch noch mal ein bisschen helfen, wie das Ganze so aussieht. Und wenn euch interessiert, was hinter den Kulissen noch abläuft bei Instagram, wenn ich eure Fragen beantworte, dann bleibt dran. Ja, zu dem Thema Baktofin war das so. Er hat mich gefragt, ich möchte gerne das Baktofin benutzen und er wollte erstmal seinen kompletten Tank leer fahren, um das überhaupt nutzen zu können. Was aber gar nicht der Fall ist und gar nicht sein muss. Das heißt, das Baktofin ist 1 zu 1000. Das heißt, wenn du das benutzt, benutzt du 10 Milliliter auf 10 Liter, 50 Milliliter auf 50 Liter. Der Grund, warum in der Beschreibung drin steht, füll es in den leeren Tank ein und Tank drauf, ist so, dass man halt das Ganze vermischt. Du musst es aber nicht komplett leer fahren. Das heißt, du musst wissen, wie viel Tankvolumen hast du. Das heißt, in meinem Fall sind es 60 Liter. So. Und wenn du jetzt zum Beispiel 20, 30 Liter weggefahren hast oder hast einen halben Tank voll, dann füllst du einfach vor dem Tanken auf die kompletten 60 Liter auf. Das bedeutet, du hast 60 Liter Tank. 1 zu 1000 sind 60 Milliliter Baktofin. Das heißt, 60 Milliliter Baktofin kippst du in deinen halbvollen Tank, wo nur 30 Liter drin sind. Das machst du dann einfach rein. Also, das Baktofin hat so ein, du kannst es halt hochdrücken, dann steigt das oben an, also in so einer Sammelbüchse, und dann kannst du die Milliliter ablesen. Das kippst du hinzu. Dann von mir aus machst du zweimal 30 Milliliter, kippst das dann rein, dann hast du 60 Milliliter Tank. Und dann füllst du mit dem Zapfhahn, haust das Ding rein und füllst den Zapfhahn, mit dem Zapfhahn machst du den Tank dann voll. Dann hast du in deinem Tank ein Mischverhältnis von 1 zu 1000, also 60 Milliliter Baktofin auf 60 Liter Tank. So, und dann kannst du ganz normal damit fahren. Wenn du zum Beispiel jetzt unterwegs bist und nachtankst und denkst, oh, gerade ist günstig, Pfennigfuchs, so also wie ich das manchmal mache, tankst dann einfach nochmal voll, zum Beispiel jetzt nur 20 Liter. Irgendwann kriegt man so ein Gefühl dafür, ah, Hälfte weg, gut, das ist ganz einfach. Ein Viertel weg sind ungefähr 20 Liter. Weniger weg, ne, macht, ob das Sinn zu tanken, dann weiß ich nicht. Aber wenn du mehr weg hast, kannst du immer so abschätzen, okay. Wie viel Liter werde ich ungefähr nachfüllen müssen? Und dementsprechend kannst du vorab schon mal mit dem Baktofin das in diesen Messbecher hochdrücken und sagen, okay, jetzt 20 Liter kommen on top. Also drückst du 20 Milliliter rein, füllst es rein. Füllst dann 20 Liter Kraftstoff aus, hast einen vollen Tank, hast das gleiche Mischungsverhältnis, musst aber nicht immer warten, bis der Tank komplett leer gefahren ist. Das einmal so als Erklärung dazu. Zur Überfüllung, zur überhöhten Dosierung kann man auch noch sagen, also solange das Mischverhältnis nicht 50-50 ist oder irgendwie ein Liter auf die gesamte, ja, auf die gesamte Füllmenge, braucht ihr euch keine Gedanken machen. Ihr könnt auch doppelt benutzen, macht aber eigentlich nicht so viel Sinn. Es sei denn, ihr lasst euer Auto auch wirklich übers halbe Jahr stehen, über Winter, dann kann man mal die Doppelmenge machen, um denen ein bisschen besser entgegenzuwirken, der Feuchtigkeit, die im Tank entsteht, der Tankatmung, der Bakterienbildung, der Zündwilligkeit, dass sie umkippt. Da kann man einfach gegenarbeiten. Aber im Großen und Ganzen, mehr hilft nicht mehr. Das heißt, an das Verhältnis 1 zu 1000 kann man sich easy halten. Wenn es mehr ist, gehen keine Gefahren davon aus. Das heißt, kipp die ganze Flasche rein und es ist immer noch alles picobello. Du kannst es auch mischen mit den Oktanbooster, also Baktofin, Oktanbooster, hau beides rein, geht. Ich habe auch schon mit meinem Roller mal übertrieben aus Spaß, und zwar Baktofin, Oktanbooster, 2-Takt-Power-Mix. Boah, und das Ding hat nur 6,5 Liter. Und der fährt und der hat er und nicht mehr Bums gehabt. Also das ganze Zeug funktioniert und ist spürbar. Und ja, einfach macht euch da nicht so viel Gedanken, dass ihr das Ganze überfüllt oder dass die zu hoch oder zu. Ist ein Pi mal Daumen-Angabe. Das heißt, wenn ihr jetzt 30 Milliliter reingepackt habt und 35 Liter nachgetankt habt, dann ist auch kein Weltuntergang. Das wird weiterhin gut funktionieren. Es geht immer um die Dosierung und das reicht in dem Fall auch aus, wenn ihr das so macht. Ein weiterer Punkt, der auch noch ganz wichtig zu erzählen ist zum Baktofin, ist, ihr müsst es nicht dauerhaft einsetzen. Ihr könnt es, klar, aber es reicht, wenn ihr zum Beispiel einmal die ganzen 250 Milliliter durchpeitscht. Das heißt, 50 Liter Tank, 250 Liter, 5 Tankfüllungen. Haut die einmal durch, dann macht ihr wieder 5000 Kilometer gar nichts und dann macht ihr nochmal so eine Kur. Das heißt, das Baktofin ist auch ein Additiv, was reinigend sauber macht und auch Leitungen schmiert und schont und so weiter und so fort. Ich habe ein Video mit Wagner dazu gemacht. Das schaut euch einmal an hier auf der Seite.
Was das Baktofin alles kann. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, das war meine Frage. Das habe ich dir auch genauso erzählt. Ich dachte, das ist einfach nochmal ein Video wert für die Leute, die vielleicht auch Interesse an dem Produkt haben, da nochmal ein bisschen auszuhelfen. Jedenfalls jeder von euch, mit dem ich schon mal geschrieben habe bei Instagram, der jetzt auch meinen YouTube-Kanal hoffentlich sieht, bitte abonniert den Kanal. Das kann ja wohl nicht angehen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und unterstützt mich natürlich auch sehr stark damit.